Spielen geht auch gleich los. Zuvor müssen wir aber noch dringend einen Blick auf Hansa Rostock werfen. Die hatten gerade alles vorbereitet für eine vermeintlich bessere Zukunft mit Profiabteilung, mit Investor, mit dem Erreichen des DFB-Pokals. Und dann stand wirklich in den Schlussminuten alles gestern noch einmal auf der Kippe. Dass es weitergeht, ist die gute Nachricht. Ob und wie es weitergeht, das ist die Nachricht, die heute einige erst erreicht hat in Rostock. Jan Neumann. Die Sekunden der Entscheidung. Schlusspfiff in Erfurt. Die Rettung, die Erlösung. Endlich ist das Drama vorbei. Ja, Abschiedskampf ist eine Katastrophe, weil es hat nicht großartig was mit dem Gönnen der Spieler zu tun, sondern es spielt sich alles im Kopf ab. Ich möchte auf jeden Fall nächste Saison so einen Albtraum nicht mehr mitmachen hier. Der Abschiedskampf ist total doof, ne? Der Profifußball in Rostock geht weiter, eine mögliche Insolvenz vom Tisch. Nun muss die Zukunft geplant werden, mit Sportdirektor Uwe Klein und ziemlich sicher auch mit Trainer Carsten Baumann. Herr Klein und Herr Baumann, die haben einen überragenden Job gemacht. Ich meine, man darf nicht vergessen, wir hatten zur Winterpause 4 Punkte Rückstand auf Nichtabstiegsplatz und wir haben heute den Klassenerhalt geschafft. Ne? Also ja, wenn es da noch Fragen gibt, ich weiß nicht, ich glaube, gibt keine. Wir wollen das. In den letzten Jahren hatte Hansa immer wieder größte finanzielle Schwierigkeiten. Diese Zeiten sind wohl vorbei, dank des Einstiegs von Investor Rolf Elgeti. Na, das wird auf jeden Fall ein bisschen ruhiger, ne? Also wir haben jetzt nicht Geld, womit wir um uns werfen können oder so, aber es ist so, dass man jetzt eine gewisse Planungssicherheit hat und darauf aufbauen kann und eine vernünftige Zukunftsplanung betreiben kann. Die Zukunft des Vereins ist vorerst gerettet. Doch was ist mit der Zukunft der Spieler? Heute Morgen 11 Uhr. Das Zittern nach dem Zittern. Gut 2 Drittel der Mannschaft weiß nicht, wie es weitergeht. Ob sie bleiben dürfen oder nicht. Wie bei jedem anderen Beruf auch, gibt es Schattenseiten. Das ist jetzt die eine vielleicht, dass es nicht weitergeht, dass man gucken muss, Umzug, dies, das. Ja, aber wie gesagt, für uns ist Beruf, für unsere Frauen im Hintergrund, Familien, die dann halt immer mitziehen müssen und sich auch immer wieder neu was aufbauen müssen, ist das sicherlich auch nicht einfach. Hinter verschlossenen Türen, Einzelgespräche mit jedem Spieler, eine merkwürdige Stimmung. Man merkt natürlich, dass ein bisschen ja, leichte Wehmut so mitschwingt. Ne? Bei dem einen oder anderen sind die Jungs dabei, die schon relativ lange hier im Verein sind und für die es womöglich nicht weitergeht. Joey Keng darf bleiben. Aber es trifft andere. Insgesamt 11 Spieler müssen gehen. Einige davon sind erstmal arbeitslos. Kapitän Dennis Weidlich zum Beispiel muss weg. Ebenso wie Manni Starke oder aber auch der gestrige Ersatzkapitän Halil Safran. Natürlich ist das nicht schön, aber bei allem, wie schön es immer nach außen aussieht, der Beruf Fußballer und wir kennen die ganzen Sprüche, ja, die laufen in und den Ball hinterher und da 2 Stunden Training, da gehört ein bisschen mehr dazu. Ob es die Sachen sind, sich damit zu beschäftigen, aber arbeitslos kann auch jeder andere auf dem Markt werden. Die Mechanismen des Fußballs wirken manchmal pervers. Aus der Erlösung wegen des Klassenerhalts wird innerhalb von nur 24 Stunden die Ungewissheit vor der Zukunft. Boah, das ist hart. Und da kann man durchaus mitfühlen, wenngleich man sagen muss, Gratulation an Hans.